Klee weg. Deswegen fährt man ja Genacker. Jetzt abfahren. Ja, mit Gefühl. Sehr gut. Juhu! Ein bisschen anlufen, wieder Druck holen. Ruhig ein bisschen mehr. Ja, super. So lassen. Und abfallen. Genau, Druck holen machst du sehr gut. Und das Ding beschleunigt, dann kannst du langsam mit Gefühl nach Lee fahren. In der Böe abfallen und dann fahren wir nach Halse. Mit Gefühl. Schön rum jetzt. Jetzt nach Halse. Und rum. Bisschen abfallen. Mit Gefühl ab. Ja, es reicht. Ja. Lass ihn erstmal in Ruhe ein bisschen fahren. Also du musst das Großsegel dichter machen. Noch ein bisschen. Jawohl. Okay, reicht. Bisschen anlufen. Druck holen, beschleunigen und dann abfahren. Ruhig anlufen. Beschleunigen und dann langsam mit Gefühl abfahren. Und nach hinten rutschen, sobald du kannst. Du armer Kerl. Und leicht anlufen. Reicht. Ruhig ein bisschen mehr Druck holen. Fahr mal ein bisschen nach Luft. Mit Gefühl. Ja, reicht. Erstmal gucken, was das Boot macht. Bisschen mehr anlufen. Ja, mit Gefühl. Da kommt Druck und mit dem Druck fallen wir dann ab und fahren dann eine Halse. Ja, das ist so ein schönes Schiff. So, klar machen zum Abfallen. Jetzt, sehr gut, reicht. Merkst du, wie er durchbeschleunigt? Ja. Sehr gut. So, und jetzt können wir eine Halse wagen. Wir brauchen Speed für die Halse. Ist klar. Ein bisschen anlufen, so Richtung der hellen Häuser da. Reicht. Mal gucken, was er macht und dann können wir weiter gucken. Ruhig ein bisschen anlufen noch. Wenn wir an der Tonne vorbei sind, kannst du noch ein bisschen mehr anlufen. Die Tonne selber ist nun untief. Gut erkannt. Gut erkannt. Man sollte mit diesem Boot immer mit Speed reisen, damit, wenn der Genacker wieder Wind bekommt, dann nicht dich umwirft. Ja? Thank you.
Teil nicht anrufen, nicht vergessen, ne? So, jetzt haben wir Speed, jetzt können wir nach Heise fahren. Ist klar. Und rum. Nicht warten, rum. Und dann wieder anrufen, Druck holen, schneller werden. Genau. Und leicht abfahren. Ja, leicht, das reicht, das reicht. Und wenn er durchgependelt ist, kannst du leicht wieder anrufen. Okay. Weil dann holt er sich wieder Druck und Geschwindigkeit. Genau. Ja. 12,4 Knoten. Anrufen. Nein, ach, brauchen wir auch nicht. Es geht darum, Spaß zu haben. Reicht's? Einfach mal fahren. Ruhig ein bisschen Druck holen wieder. Leicht anlufen. Ja, genau so. Mit Gefühl. Sehr gut. Und anrufen. Reicht? Das ist so geil. Alte Männersegelboot, herrlich. Ja. Leicht anrufen. Leicht, ja, genau. Schön abfallen, leicht abfallen. Ja, reicht. Und leicht anrufen, ganz leicht. Jawohl. Gleich kommt die nächste Bö, die ist etwa da 100 Meter quer ab, noch 50. Ja, ach so, schneide ich dich schon? Verzeihung. Verzeihung. So besser? So, wieder anrufen. Und leicht abfahren, mit Gefühl. Abfallen. Jawohl. Weiter abfallen. Wind dreht gerade ein bisschen. Sehr gut. Jawohl. 12 Knoten. Geil. Über 12 Knoten. Und anrufen wieder. Moin!
leicht anlufen. Reicht? Lass ihn erstmal Speed nehmen. Genau, sehr gut. Ruhig anrufen noch ein bisschen. So, ich schneide dich schon wieder, ne? Entschuldige. Ich bin immer so auf das Segel konzentriert. Lass uns mal eine Eise fahren. Ja, und rum die Kiste. Nicht lange warten. Waren wir eben schneller als der Wind, deswegen ist das Spiel eingefallen. Ja, noch ein bisschen anlufen, ein paar Grad. Ja, reicht? Reicht, genau, sehr gut. Guck mal, wir haben jetzt voll seitlich Wind auf 90 Grad und guck dir an, wie gutmütig dieses Boot läuft. Lass uns nochmal schnell nach Hause segeln, kreuzen und dann nicht zu sehr abfallen, nicht ein bisschen, der Wind hat gerade gedreht, reicht, 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 reicht. Das war jetzt doch eine Wende, jetzt hast du doch eine Wende geschafft. Geil. Einfach warten, ich versuche mal den Spiel wegzudrehen. Kein Problem. Und jetzt fahren wir ein bisschen ab und fahren eine Kreuz nach Hause. Segel dicht, Schwert ist unten. Ja, können wir gerne machen, wenn du magst. Ja. Die Fock ganz dicht. Jo, reicht. Ja, aber es ist die andere Seite vom Kühl, ne? Ja. Aha, siehst du, die Fock hätte gerne noch ein bisschen durchgesetzt werden können. Genau, 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 genau. Weißt du was, das machen wir mal eben. Fock auf. Ich mach das mal eben. Halt du mal das Boot so, ja, auf Kurs. So, mal gucken, wie das Ding an der Kreuz geht. Focken Lütten dichter. Lütten. Ja. Ganz gerne nach außen rutschen ein bisschen. Sehr gut. Unten ziehen, genau. Noch ein Lückendichter.
kaputt. Das ist jetzt die Düse von Ascheberg übrigens. Ja, Ascheberg ist das da, vor uns, der ganze Bereich. Und das nennt sich hier die Düse von Ascheberg. Die macht schon richtig Dampf jetzt bei diesem Wind. Ja, jetzt kommt eine Böe rein, nicht erschrecken. Lass mal eine Wende fahren. Klar bei? Klar? Ja. Hey. Und dicht. Ich wollte nur mal was gucken, wie weit man jetzt noch ziehen könnte und was die Fock dann macht. Wenn ich da jetzt noch weiter rangehe, ob das was bringt. Aber du siehst ja, es sind nur die wirklichen Böen, die Spaß bringen. Der Rest ist wirklich Pipifax. Ja. Mach mal die Fox so 3-4 cm auf, bitte. Ich glaube, das, ja, das war zu viel, ein bisschen wieder ranziehen. Ich glaube, das bringt mit der Veta nichts, Höhe zu knüppeln. Die läuft nicht. So ist besser. So läuft sie besser. Komm mit dem Poschi mal ein bisschen nach hinten. Nur ein bisschen nach. Nee, hier zu mir nach hinten. Genau. Jetzt kommt der Spaß ins Spiel. So rot, so gelb, so blau, so grün. Gerne nach außen dich setzen, wenn du magst. Nur wenn du magst. Den Knoten. Ja. Aber die ist so gutmütig. Guck dir das an. Schwimmer ist draußen, wir sitzen weit hinten. Boot kommt vorne raus, fast bis zum Mast. Ein derart gutmütiges Boot. Ja, jetzt zieh doch mal ein bisschen dichter, bitte. Naja, muss runterdrücken mit dem Fuß. Einfach mit dem Fuß drauf treten. Von oben einfach mit dem Fuß drauf treten. Ja, genauso. Nochmal, der rutscht gleich wieder raus. Und ziehen dabei.
Dann halt sie gut fest. Irgendwo hake ich. Kannst du mal gucken, wo? Ist, danke. Sehr gut. Nein, das habe ich mir extra so bestellt. Entschuldigung, zu weit abgefallen gerade. Das macht richtig Spaß, das Boot. Das ist so toll zu sehen. Und total entspannt. Genau, es ist total entspannt. Und überleg mal, auf einer Jolle würdest du jetzt so kämpfen. Und hier, wir alten Männer, sitzen schön auf der Backe und haben unseren Spaß. So, klar machen zur Wende. Ist da und dreh. Und verdicht. Sehr gut. Was ist passiert? Die Gänge hat der Rollleiter hat sich ausgedreht. Oh, das war ich, glaube ich, vorhin. Jo, haben wir. Und Wind weg. Jollen werden ja jetzt so gesegelt, ne? Ausleger vor dir. Ah ja, okay. Hintergrund ist, dass du dann immer nachgreifen kannst mit der Schot. Aha. Und dann kannst du wieder ziehen. Muss ich auch erstmal lernen. Kann ich so auch nicht. Genau, beim Katzsegeln mag das auch noch funktionieren, beim Jollensegeln, wenn du Regatten segeln möchtest, nicht mehr. Und du musst viel zu viel mit der Schot arbeiten, viel zu schnell sein, um da, ja, das geht nicht. Punkt. Ja, wenn es bügiger Wind ist sowieso, weil dann musst du die Jolle ja flach halten. Ja, das fährt hinter den Inseln durchs Naturschutzgebiet. Das macht für mich keinen Sinn. Normalerweise müsste auch das Boot um das Naturschutzgebiet fahren, aber ist halt so. Und nach außen. Könntest du mal. Nee, komm noch was. Okay. Geselle ich mich mal dazu. Sehr schön. Knoten, das ist ja fast schneller als mit dem Gelacker vom Wind.
dann wieder dahin, wo wir herkommen.
Und raus. Genau. Vielleicht gibt es einen auf die Mütze. Boah, ist das wieder ein Winddreher, ey. Ätzend. Nee, dann kenntest du. Genau. Auch mit diesem. Ja. Dann schmeißt du sogar eine Veta um. Entschuldige bitte. Ja. Nee, bei den großen Dragonfly, da gehen dann auch gleich die Sachen ein bisschen zu Bruch. Mach die Fock mal wieder einen kleinen auf. Das hat mit dem Ding. Höhe knüppeln macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Warte mal, ich mache das von hier. So, gut. Ja. Dir den Winddreher an, hast du es mitgekriegt? Das waren bestimmt 15 Grad und das mindestens. Festhalten, Bö und raus. Guck mal, der Adler jagt. Ja, der hat irgendwas entdeckt. Oder hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Alles gut, alles gut. Alles in deutscher Hand. Der war voll weg, der Schmarrn. Ja, aber ganz ehrlich, da passiert nichts. Setz dich raus, hab Spaß, genieß die Geschwindigkeit. Aber du kannst ja mit dem Boot schnell anrufen, das ist ja kein Katamaran. Du hast ja gesehen, ich habe angerufen und dann war die Gefahr vorbei. Ja, genau. Nicht wie ein Katamaran, der ist da ein bisschen träger. Eine Bö hätte den eher umgeschmissen eben. Thank you.
du jetzt nochmal eine Wende fahren. Ja, klar zur, zur Wende. Klar. Und weh. Und zieh. Noch ein bisschen dichter. Obwohl, reicht. Wir fahren ja jetzt eh ab. Kriegst du den Spiel raus? Ja, kriegst du den Spiel raus? Ja! Schmeiß weg das. Oh, du hast schon wieder ausgehakt. Oh, das tut mir leid. Dann müssen wir mal einen neuen Haken dran bauen dann. So, dann mal Tow. So, Fock kann ein ganz klein bisschen weiter auf. Jo, reicht. Super. Ich hole uns mal ein bisschen Druck. Klar zu heise. Und rund 8 an. Sehr gut. So, Spiel dicht. Ein bisschen öffnen. Du musst jetzt immer kurz vom Kollabieren halten. Genau. Das darf er gerne ab und zu machen, weil dann weißt du genau, dass du ihn optimal, genau, dass du ihn optimal getrimmt hast. Also wenn er zu soll schlägt, muss ihn einmal pumpen sozusagen und dann wieder vieren. Wenn er schlägt, muss ihn einmal pumpen, also ranziehen und wieder vieren. Ja, klar zur Heise. Runde 8 an. Du sitzt selber drauf. Du sitzt immer noch drauf. Ja, jetzt hast du ihn. Öl kommt, bisschen nach hinten kommen dann zu mir. Genau. Leicht vier.